Ein hoffnungsvolles Licht erhellt die tiefe, finstere Nacht. Während wir vom Schnee berieselt werden, sind wir stets in Gedanken versunken und überlegen, was folgt nun? Wir haben die drei Haupteinheiten der Hagon-Sekte besiegt, doch noch eine größere Gefahr droht uns hier niederzuschmettern. Wir wissen nicht genau, was es ist. Vielleicht liegt die größte Gefahr auch in dem Spion, der immer noch stets in unseren Reihen ist. Und wir wissen auch noch nicht, wer es ist. Wir wollen es herausfinden und deshalb geht's auch weiter hier in der nächsten Folge von Dragon Quest Builders zu Hakashin Shido zu Karapu no Shima mit der nächsten Aufgabe, der Aufgabe von Rick. Und ich vermute mal, während er kackt, dass er hier wirklich sehr kreativ ist und mit uns reden mag. So, Rick, was ist Sache? Kunando, du hast dein Bestes gegeben und die Dämoneneinheit besiegt. Wenn du nicht an unserer Seite gewesen wärst, dann hätten wir es niemals geschafft. Aber ich möchte ganz ehrlich mit dir sein. Ich hätte nie gedacht, dass du so weit kommen würdest, dass du das geschafft hättest, und so weit hier durch diese Abenteuer zu führen. Und dank dir wird auch bald mein Ziel erreicht. Ich kann es schaffen. Übrigens, ich habe einen Befehl vom König erhalten. Es gibt etwas, was du für mich bauen sollst. Denn wir brauchen bald ein Gefängnis, wo wir dann den Verräter einkerkern können. Wir wissen zwar nicht, wann es kommt, aber es ist gut, vorbereitet zu sein. Als Ort würde sich doch der Kellerraum eignen, oder nicht? Und ich würde dich doch dann drum bitten, das Kellerlager zu nutzen und dort einen Bauplan zu zeichnen. Den muss ich mal erstmal überlegen. Da muss ich jetzt mal ganz kurz überlegen. Vielleicht hier, warte mal, da, guck mal, können wir das denn nicht. Da bauen wir doch da hin. Hier passt doch perfekt. Da. Ein Kerker für die Öfen hier. Also, Untergrundverlies. Sieht wie folgt aus. Ach, guck mal. Handschellen, noch ein bisschen Stein und dann Verliestüren und Verlies und oh, alles gemacht. Ja, ja, ja. Rick sagt. Ja, 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 genau. Das gefällt. Ey, komm, wo bleibst du denn, Rick? Komm mal runter. Komm mal runter, du Kleiner. Also du hast also einen Untergrundverliesplan gemacht. Das ist super. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dann gucken wir mal. Ich würde dich diesmal wirklich bitten, dass du es vielleicht alleine machst, den Bau. Denn die anderen sind so beschäftigt mit anderen Sachen und da will ich die jetzt nicht von abhalten. Ne? Also lassen wir die mal arbeiten. Und Kurando übrigens, du könntest das vielleicht dann den vervollständigen und für mich fertig machen, ja? Den Bauplan. Rick? Warum trägt der König diesen Befehl nicht direkt zu mir? Das macht jetzt Wick wiederum verdächtig. Ich weiß ja nicht so. Dem habe ich von Anfang an nicht getraut. Und ich könnte mir vorstellen, dass er es noch faustdick hinter den Ohren hat. Halt, Moment. Fehlt uns denn hier noch irgendwas für, oder? Ich glaube, da haben wir schon ein bisschen was. Die können wir... Die Gefängnistüren haben wir ja auch noch nicht, ne? So. Ist relativ schnell, haben wir das auf jeden Fall hergestellt. Und hier brauchen wir noch ein bisschen Wand. Und was fehlt denn noch? Hocker oder sowas? Ah ne, Feuer. Feuertöpfchen und Töpfchen, drehen die noch. Haben wir nicht. Hier noch bestimmt ein paar Töpfchen. Ne, dann bauen wir welche. Ja, gar kein Problem. Ich blöde mal ganz kurz die Kiste hier vorne. Die braucht er jetzt hoffentlich nicht mehr. Da sind ja unsere ganzen Sachen noch drin. Die nehmen wir nämlich gleich an uns. Und all das, was wir jetzt gerade nicht im Inventar brauchen, tun wir mal weg. Den Ofen machen wir eigentlich gerade auch nicht. Und die erst recht nicht. Was wir brauchen, ist auf jeden Fall das hier. Und dann das, was wir jetzt gleich herstellen werden. Also gut, dann wieder zurück in unsere kleinen warmen Burgmauern. Da fühlt man sich doch immer sehr geborgen. Auch wenn hier wirklich ein bösartiger Verräter noch rumlungert.
Aber den werden wir schon, kriegen. Ob Anessa, Rick, Hoho oder Sessel, irgendeiner wird sein und irgendeiner wird büßen dafür, dass er hier gemordet hat. Und das dürfte eigentlich alles sein. Wollen wir mal wieder runtergehen. Das bauen wir zu. Die Feuertöpfchen. Das sind auch im gewissen Sinne auch Feuertöpfchen. Nur werden sie mit anderem Feuer gefüllt. Und die Verliestür. Damit haben wir ein Untergrundverlies hergestellt. Wundervoll. Jawohl, da freut sich sogar unser Shido. Sehr gut gemacht. So, Rick. Ja, ja, sehr gut. Du hast das Untergrundverlies hergestellt. Danke, Kurando. Um ehrlich zu sein, ich habe mich noch nicht entschieden, wer bei uns eingedrungen ist, wer der Spion ist, aber sorry, Kurando. Für all den Aufwand, oder was? Und guck mal, der König ist schon im Verlies. Vielleicht ist er es auch, das könnte ich mir auch vorstellen. Hey, was hat das denn zu bedeuten? Was? Also, es ist so, ich habe gehört, dass Anessa, ja, zum König getragen hat, dass du eine gefährliche Existenz sein solltest, dass du uns zur Gefahr werden könntest. Ich folge nur dem Befehl unseres Königs. Was laberst du? Das kann doch nicht sein! Kurando! Hast du das Gefängnis gebaut, um mich hier einsperren zu können? Hast du etwa den Befehl von ihm erhört deshalb? Das können wir doch nicht machen. Ich möchte keine Ausflüchte von euch hören. Du, immer noch dieses grinsende Gesicht, was du mir entgegenwirfst, selbst in dieser Zeit, diese Situation. Ich habe mich getäuscht in dir. Ich will dich nie mehr sehen. Es tut mir leid, Kurando. Das ist alles auf dem Mist von Anessa gewachsen. Ich glaube, sie hat uns genutzt, ausgenutzt, nur damit wir stärker werden im Kampfe. Ich habe die Wahrheit schon dem König erzählt, aber ihr Vertrauen ist zu groß in unseren Reihen. Er hat es nicht für wahrgenommen. Aber ich gebe nicht auf, Kurando. Ich werde den Bösewicht herausfinden. Und ich werde alles daran setzen, dass Shido wieder raus kann aus dem Verlies. Hey ihr, was ist hier los? Was macht ihr hier? Hä? Huh? Huh, dieses Beben. Guga! Ich war lange nicht mehr hier. Und solange ich das nicht gesehen habe, habt ihr diese Burg wiederhergestellt? Ah, das lohnt es sich doch richtig, hier wieder einzustampfen. Mein verehrter Herr Atlas, wir dürfen die Menschen nicht unterschätzen, aber wir können sie mit einem Schlag vernichten. Oh mein Gott. Das ist ein Kaventsmann, meine Fresse. Der ist schon ziemlich groß. Oh, mein Teufelspriester. Ich werde sie alle einzeln zerquetschen und ermorden. Kommt her. Kommt zu mir. Ich werde sie hören, die Schmerzensschreie, das Leid der Menschen. Oha. Das, oh nein, war der Leiter der Sekte auf Moonburg. Es ist Atlas. Es scheinen uns seine Untergebenen anzugreifen. Wir müssen sie besiegen. Kurando, bist du bereit für den Kampf? Jawohl. Also gut, wir werden gewinnen und den Weg zum Sieg für uns ebnen. Und wir werden auf jeden Fall einen Weg finden, auch Atlas selbst zu besiegen. Okay, das habe ich hier übrigens von Hoho gekriegt. Bitte, nimm es an dich. Bomben, okay, gut. Wurfbomben, warum auch immer ich die jetzt benutzen soll. Wir können nicht verlieren in diesem Kampf. Lass uns gehen, Kurando. Okay, Rick. Kann ich dir schon mit den Bomben hier schießen? Nee, ne?
Die passen da ja nicht rein, leider. Nee. 38 Gegner. Das Problem ist nur, dass Shido nicht bei uns auf der Seite ist, diesmal. Das ist unschön. Oha. Feuerbälle. Aber wir kämpfen so gut wir können. Ich würde am liebsten Shido gleich aus dem Gefängnis rausholen hier. Weil ich ganz genau weiß, dass der verrät mich nicht. Das würde er niemals wagen. Wir sind doch Freunde. Okay, komm her. Den Troll bringen wir zu Fall. Ehe er unsere Burg... unser Burgtor erreicht hat. Achtung. Weiter geht's. Jawohl. Perfekt. Atlas schickt weitere Monster. Nun Flugmonster. Und ein Gigantes. Oha. Der erinnert uns natürlich an ihn. Einen von seiner eigenen Gattung hat er hier geschickt. Aber wir kümmern uns erstmal hier um die Flugdämonen. Oh verdammt. Die erwischen mich ganz schön, aber... auch das schaffen sie nicht. Jetzt müssen wir ihn hier aufhalten. Boah. Ein heftiger Angriff. Kommt schon. Bringt ihn zu Fall. Sehr gut. Aber das Eis scheint nicht bei ihm zu wirken, ne? Wenn er so einen Angriff gleich auf unsere Mauer landet, dann haben wir ein Problem. Ah, aua, 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 sagt er, aber das bringt ihm nichts. Und ein weiterer seiner Kameraden, der wahrscheinlich noch viel stärker ist jetzt. Aber das dürfte die letzte Angriffswelle sein. Das heißt, wir müssen jetzt noch ein bisschen standhalten. Unsere Verteidigung wurde erhöht, das ist gut. Oh, verdammt. Er ist ziemlich fix zugange. Oh, Mann. So ein Mist. Bomben! Das sind leider zu wenig ab, die Bomben. Und die Eisfallen funktionieren hier nicht. Wobei, haben sie die schon kaputt gemacht? Ich sehe die gerade gar nicht mehr. Sind wahrscheinlich schon defekt. Hat Jerome nicht richtig heile gemacht gehabt, der alte Stricher. Jetzt aber. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie eindringen. Ach, scheiße. Jetzt machen sie ernst hier. Boah, heftig. Jetzt müssen wir ihn zu Fall bringen. Schnell. Er hat zu viel Energie. Der kommt rein. Der kommt rein. Los. Haut drauf. Mito, bitte wenigstens nur einen Sieg und steh nicht einfach nur so doof rum. Ein mächtiger Schrei. Und schon geht's weiter. Der nächste große Schlag auf unsere Festung diesmal. Gleich ist er beim Thronsaal. Nein, 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 nein. Komm schon. Schnell. Der darf nicht landen. Tötet ihn. Sehr gut. Das war's. Die Monster wurden besiegt, aber das war haarscharf. Ganz klar. Das war schon ein krasser Angriff. Da kann man ruhig mal feiern jetzt. Kunando! Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Aber ich werde auf jeden Fall alles reparieren, was kaputt gegangen ist. Überlasst es uns, wir können das. Wir sind ja gut stark dabei und ja, ich mache das wie gehabt. Ich klopfe ein bisschen, ich hobel mal hier ein Stück ab und schon ist alles wieder schick und cool und super. Ja, perfekt. Ist das nicht toll? Ja, die Basis ist wieder hergestellt. Wir sind glücklich und froh. Gut gemacht, Kodano, sagt Anessa. Wir haben die Gegner zurückgeschlagen. Das ist gut. Aber, sagt Hoho, es bleibt noch der Chef der Monster.
Dieses große Monster, dieses Ungetüm müssen wir besiegen, sonst endet der Kampf nie. Mito sagt, es ist wahrscheinlich so, dass Atlas das Symbol des Friedens von Moonbrook besitzt, das Siegel der Königsfamilie. Und Jerome sagt, es ist ein unglaublich starker Gegner. Atlas, ja? Er wird selbst von, die Leute haben Angst vor ihm. So ein großes Wesen, ja? Er wird als bösartiges, als Quatsch, als Gottheit gefürchtet. Wie sollen wir gegen ihn denn gewinnen? Gegen den finsteren Gott zu besiegen. Das ist unmöglich. Da haben wir keine Chance, singt hier Putt so langsam. Das ist, unfassbar schwer. Aber wir setzen uns zur Wehr. Doch was unser Schicksal nun sein mag, ist die Niederlage. Und all das, was bleibt. Keine Ahnung, ich kann nur ihn dichten hier. Oh, du Idiot, ja? Wir haben doch die Kraft von Kuranto. Wir sind so weit gekommen. Wir geben nicht auf, niemals, nein. Oh, sagt Sessel. Was ist nur passiert? Auf einmal verhalten sie sich auch wirklich wie ein König. Kann es sein, dass sie ein verwandeltes Monster sind? Sind sie der Spion? Was sagst du noch, Cecil? Nein, ich doch nicht. Ich bin von Anfang an der König dieses Landes. Und ihr dürft nicht vergessen, ja? Ja, das ist ja... Guckt mich doch mal an, ich bin ein König, ich bin ja stattlich, ich bin elegant, ich bin sehr mutig. In mir fließt das Blut des legendären Helden Otto, ja? Ja, mein König. Meine Güte, da weiß man ja auch nicht so recht Bescheid. So, ist ja alles wieder repariert, ja, ne? Alles wieder heile. So. Nochmal schön das Essen hier sammeln. Und noch ein paar Kartoffeln. Ein paar Kartoffeln auf Tischen hier. Komm hier, zack, rauf. Ins Feuer nochmal schön massieren, so ein bisschen Kräuterbutter drauf massieren. Schon geht das, dann haben wir ein paar weitere hier noch. Ja, da kann man gerne mal schauen. Mir tut Shido voll leid. Also ich würde Shido da nicht einkerkern, das ist doch nur ein Freund. Ich befreie den jetzt. Lass das nicht zu. Nicht Jerome mit mir reden, bitte, nein, komm. Shido. Wir können Kuranto nicht in dem Kerker sich nähern lassen. Ich weiß, ich verstehe, dass du dir Sorgen machst um Shido, aber bitte, unterlass das. Arschloch. Armer Shido. Komm, wir machen mal ein bisschen Heilung. Ja, Heilung. Denn für den Kampf mit Atlas müssen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr... Bisschen besser gestellt sein, ne? So, Dille. Jetzt haben wir noch ein paar leckere Ofenkartoffeln fertig gemacht. So. Hier nochmal so ein bisschen auftischen. Ich überlege gerade. Können wir noch irgendwas verbessern? Hier fehlen uns die ganzen Sachen und da können wir nicht wirklich mehr machen. Waffentechnisch sind wir auch gut gestellt. Das Schild haben wir noch nicht. Dafür braucht man Gold und Mithril. Zur Hölle. Und wollen wir das denn herzaubern? Und auch so müssen wir noch einiges oben vielleicht verbessern und ein bisschen schöner machen einfach nur. Hauptsache, wir haben aber erstmal ein bisschen Fleisch. Können wir das nicht auch? Das können wir doch auch kochen, oder? So. Bisschen erstklassiges Fleisch noch hier plündern. So, das wird fertig gemacht. Und wir werden das nächste Mal dann aus der Kiste raus holen. Ich überlege gerade noch. Den Auftrag des Königs, soll ich den noch erhören? Nee, ich glaube, das nehme ich mit in die nächste Folge mit rein. Ich wollte noch einmal kurz hier nach drüben. Denn wir müssen ja auch irgendwann noch mal ein bisschen weiterbauen. Zumindest ein partielles Stückchen hier noch weiter vorankommen. Ich habe mir überlegt, dass man hier vielleicht dann doch noch den Rahmen
setzt. Zumindest auf die Höhe. Um nur noch einen Kranz hier herumzubringen, herumzuschließen. Und dass hier auch niemand mehr runterfällt. Ich weiß, unsere Leute stürzen nicht gerne mal in den Tod, aber das wollen wir möglichst unterbinden fortan. Deshalb diese Sicherheitsmaßnahmen. Und das wird dann alles so weit gebaut, dass wir hier dann rumgehen können. Ich zeige euch das gleich mal. Ich hätte ja am liebsten noch die Möglichkeit, hier das Steingeländer zu bauen, aber das kriegen wir irgendwie nicht, kriegen wir nicht geschissen. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich würde dann hier tatsächlich die Mauer dann hochziehen. Und das dann als Innenbereich auch ausstatten. Ah, der König, sagt ja irgendjemand da unten. Was ist los? Achso, die haben gerade Audienzen bei ihm. Warum auch nicht? So, da könnte man eine Tür reinzimmern. Habe ich denn hier eine noch dabei? Habe ich nicht letztens so viele Türen gebaut? Ich sehe sie wieder nicht, ne? Machen wir gleich. So, hier würde ich dann auch am liebsten noch eine Tür reinbauen. Das muss nicht eins zu eins symmetrisch und gespiegelt sein, aber so ein bisschen wäre das schon schön. Was wir hier hinbauen, ist vielleicht auch noch eine Tür da. Keine Ahnung. Nee, Quatsch. Erstmal so lassen. Relativ großer Saal dann. Aber das macht nichts. Kann ruhig alles so ein bisschen größer sein. So, hier wird es dann auch so fortgeführt werden. Moment, die Kamera nochmal justieren. Und hier will ich dann vielleicht so eine Terrasse oder sowas machen. Oder vielleicht auch noch, ich habe keine Ahnung, ob man das dann noch mit einbaut. Jedenfalls muss es höher sein und dann muss eine Decke darüber. So. Wäre ganz cool, wenn wir hier noch andere Steine hätten. Aber erstmal wollen wir hier da was rüber bauen, weil ich Jerome nicht beim Kämpfen angucken will. Das ist wirklich kein schöner Anblick. Nee, wir haben aber keine coolen Elemente mehr hier. Hier bräuchte man echt viel mehr verschiedene Steinarten. Nochmal so. Das ist, glaube ich, immer, wo es angrenzt, ne? Nee, das wollte ich doch nicht. Wenn ich es hier mache, wird das da angrenzen. Das heißt, ich müsste das so machen, ne? Nee, ich verstehe. Hä? Aber, dann machen wir es halt so. Haha. So kann man es immer noch retten. Nee, so natürlich nicht. Aber dann halt so. Perfekt. So, die verlorenen Blöcke nehmen wir noch mit. Hier könnte man dann überlegen, ob es dann hier reingeht oder... Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall geht es hier dann wieder in die Höhe ein bisschen. Sprich hier lang. Noch fragt ihr euch, was ist in Kunano gefallen? Was baut ihr da für einen komischen Kram? Aber ihr werdet, es wird fantastisch aussehen. Hoffe ich. Brauche auf jeden Fall viel mehr Zeug. So, und hier noch ein paar Kanten. Und so bauen wir dann einfach so nach wie vor immer mal so ein bisschen was hier, ein bisschen was da. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dann hier einen Eingang machen noch.
So vielleicht ein bisschen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wobei. Wartet mal kurz. Ach so, machen wir das. Ha, 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 ha. Ja. Dann baue ich noch mal ein paar Türen. Wir müssen natürlich gucken, weil wir Eisen brauchen, aber das geht noch, das passt noch. Ein paar Türen brauchen wir nämlich jetzt. Die platziere ich dann schon mal dort, wo sie hingehören. Dann wird das schon mal zu Zimmern umgewandelt. Machen wir auch noch eine Tür, ne? Ja. Und mal gucken, ob wir das dann auch alles von unten verbinden. Das ist natürlich auch die Frage, die sich uns stellt. Ob wir da tatsächlich dann eine Treppe oder so aus dem Erdgeschoss, wäre wahrscheinlich sinnvoller, ne? Die Leiter wird uns auch nicht mehr wirklich was bringen hier gleich. So. Das reiße ich dann doch wieder ab hier. Und gehe dann hier um die Ecke. Eine Tür. Und von hier muss es dann natürlich auch wieder hochgehen. Das ist ja dann... wird alles noch viel höher gesetzt, damit es auf der Höhe der Kirche auch ist. Könnte ich natürlich jetzt schon machen. Ich habe erst überlegt, ob ich nicht tatsächlich noch ein wenig mit Deko-Elementen hier arbeite, aber das wird, glaube ich, schwierig. Ich mache das erstmal so. Nach gutem Gefühl, ja. Halt, das war natürlich nicht richtig. Wir müssen ja zumindest irgendwas schaffen, was dann der große Atlas kaputt machen kann, wenn er uns angreift. Sonst wird's ja langweilig. Wir müssen mit Verlustängsten leben können. So. Hier passe ich gleich auf, dann mache ich das lieber anders hier. Wir werden auf jeden Fall mehr Stein brauchen. Zack. Hier werden wir das nämlich dann so zukleistern. Jawohl. Und können dann hier weitermachen. Indem wir auf die Höhe gehen, ne? Ja. Dann zeige ich euch so langsam aber sicher, wie das hier aussehen soll. Wie gesagt, wir müssen hier die Wände hochziehen und dann will ich da auch natürlich auf dem Plateau, was dann entsteht, noch ein bisschen was bauen. Und vielleicht irgendwann mal versuchen, ob man dann nicht dann doch auch mit Dachelementen was hinkriegt. Da bin ich zwar eher pessimistisch in der Hinsicht, weil ich ja auch im ersten Teil nicht die besten Erfahrungen mit dem Dachbau gemacht habe. Ich glaube, da wird sich nicht viel ändern. So. Aber man sollte stets doch mal versuchen, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es einem sehr, wirklich viel Kraft kosten mag. Oder wenn man einfach zu doof ist, wie ich es oft bin. Jetzt aber. Halt, das sollte eigentlich nicht so sein. Machen wir später. Machen wir trotzdem hier. Der war alles schon mal so schön. Fertigstellen. Sind dann wieder mal verhältnismäßig hohe Wände, das weiß ich. Aber das macht gar nichts. Und ganz kurz gucken. Hoppala. Machen wir hier weiter. Genau. Und so wird das sich noch ein wenig ziehen, aber das können wir gerne hier so auch mal am Ende von der Folge machen, dass man ein bisschen länger macht. Stattdessen dann hier halt die Dinger hier weiterbaut. Weil da kann jeder, der keine Lust hat, kann dann abschalten und sagen, ja komm, nee, ich guck mir in der nächsten Folge das Ergebnis an. Das würde ich auch niemandem verübeln,
wenn jemand so denkt, ich könnte es nachvollziehen. Ich glaube, ich würde es auch wegdrücken. Aber nein, nein, bleib mal da, bleib mal dabei. Da passiert vielleicht gleich noch was Tolles. Wer weiß, vielleicht verpasst ihr ja dann alles. Es wäre furchtbar. Wäre gar nicht auszumalen, wie schrecklich das wäre, wenn ihr hier noch was verpassen würdet. Meine Güte. So. Dann hätten wir das so weit fertig. Hier muss ich noch was anderes machen. Ich gehe hier. Hier wird dann das Dach gebaut. Das hat einen Grund, das werdet ihr dann noch sehen. Ich mach das mal so. Ich verstehe immer noch nicht genau, wie er das umwandelt. Kann ich das nicht machen, dass es nur diese eine Gesteinsformation hier? Doch, das geht doch. Das passt auch gleich optisch einfach besser dann, ne? Wir müssen die Innenwände natürlich noch hochziehen, aber das können wir auch später noch machen. Ich reiß das nochmal ab, weil ich hier tatsächlich versuche, das einigermaßen schön zu machen. Upsala. Das war jetzt eher unschön, aber ist nun mal so. Hier könnte ich noch eine Tür reinbauen dann. Und auch von hier dann eine Tür reinsetzen, dass man dann da rauskommt. Die Leute gucken schon. Die wollen sehen, was Kurando dort verzapft. Ah, geht doch schon. Upsala. Geh nochmal hoch. Dann geht's hier auch nochmal in die Höhe. Moment, zack. Und das werden wir dann hier fortsetzen, indem wir das da weiter basteln an der Stelle. Perfekt. Das ist natürlich jetzt ein Gefriemel. Die Dachplatzierung hier. Auch wenn es so ein Flachdach ist, das nervt. Das würde ich jedem unterschreiben, dass das keinen Spaß bereitet. Aber ich werde euch versprechen, das lohnt sich. Müsste eigentlich alles... Ja, wir müssen ein bisschen tricksen. Die Kirche ist sehr unglücklich platziert dort oben. Die müsste einen höher stehen eigentlich. Aber wir müssen jetzt mit dem arbeiten, was wir haben. Ich will ja jetzt auch nicht die Kirche nochmal umplatzieren. Keine Sorge, das tue ich euch nicht an. Das ist schon Pein genug, die ihr hier ertragen müsst. Zumal wir jetzt gleich keine Steine mehr haben, beziehungsweise wir können gleich noch welche nachbauen, aber das ist wieder auch lästig. So, komm, machen wir es hier nochmal. Wird hier gigantisch, die Moonburg hier. Wer hätte das gedacht? Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen und dann fehlt uns auch schon der notwendige Stein. Bisschen geht noch. Aber ich glaube, das sollten wir dann beim nächsten Mal weiter fortführen. Ja, hier komm. Ich überlege gerade, ob wir nicht vielleicht dann doch diese Säule hier entfernen. Komm, hoppala. Und dann machen wir das nächste Mal weiter. Ist ja Stein für Stein immer mal ein bisschen ein paar Blöckchen setzen. Das geht schon. Hier kommt man dann rein, indem man einmal komplett rumgeht. Beziehungsweise hier rein und dort raus dann, ne? Alles so ein bisschen verwirrend, aber das wird man alles noch verstehen. Hier haben wir noch eine Plattform, kann man grillen oder sowas? Keine Ahnung. Hätten wir eigentlich aber auch machen können, indem man hier einfach rumgehen kann, ne? Egal, wir lassen es erstmal so. Das war's, liebe Leute. Ich verabschiede mich heute mal von wo aus?
Nirgends kein Möhren Eingang, ne? Verdammter Mist. Dann gehen wir mal hier rein. Von hier aus. Da vor dem Thronsaal, sag ich auf Wiedersehen. Danke fürs Zugucken. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin, bleibt gesund und munter, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.